Die 25. Apropos Pferd und meine Damen und Herren, Sie erkennen eine hochwertige Veranstaltung des Reitsports, des Springreitens, vor allem daran, dass der Wolfgang Birker mit von der Partie ist, mit Alpenspan. Wolfgang, danke schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist und wie immer voll motiviert mit dem eigenen Stand, mit Begeisterung und natürlich auch als Sponsor von Preisen. Was motiviert Alpenspan, außer natürlich hier guten Kontakt auch zu Kunden herstellen zu können? Die Apropos Pferd ist seit 25 Jahren ein fixer Standort hier für die Pferde und ich glaube, wenn man ein Produkt für die Pferde hat, muss man auch hier sein. Und mich freut es immer wieder, nette Leute zu treffen und einen Smalltalk zu führen auf unserem Stand. Und jetzt zu dem Preis. Es war ein schnelles Rennen, es war sehr spektakulär teilweise. Das kann man gerade bei der Eröffnungsspringprüfung der kleinen Tour ja nie voraussagen. Wie geht's aus? Es ist doch ein sehr gemischtes Publikum auf der Startliste. Jetzt ein österreichischer Sieger, der Freddy Greimel. Hast du ihm zugeschaut? Du, den Freddy schaue ich immer gerne zu. Wir sind ja schon lange befreundet. Ist auch einmal ein Pferd von uns geritten. Und ja, er war schnell und hat gewonnen. Ein Steirer hat gewonnen, das ist wichtig. Ein Steirer, der kein grünes Sakko trägt, aber da möchte ich jetzt keine Anbahnungen tun, die vielleicht nicht gewollt sind. Du, ein Steirer hat das grüne Herz, also das passt schon. Dankeschön und wir sehen uns das Wochenende sicher noch, meine Damen und Herren, wenn Sie in die Apropos Pferd in die Messehalle kommen, direkt oberhalb vom Einritt, da wo richtig gute Stimmung ist, da ist auch Alpenspan. Danke. Wir freuen uns.